Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black und die Bolzenial hier. Die hat A, eine neue Nachricht bekommen, die ich B, jetzt gerade noch nicht abrufen kann, weil ich C, hier keinen Briefkasten in der Nähe habe. Aber D, hatten wir ein bisschen was zu tun. Zum einen hatten wir hier hinten eine neue Quest gefunden, sehe ich gerade, den Feind auf der Schwelle. Die setzen wir gern fort. Erkunden das südliche Tor, das machen wir auch noch nebenbei. Aber erst einmal wollen wir natürlich Masok weiter an die Linien bringen. Beziehungsweise hätten jetzt auch noch eine Quest. Nehmen wir auch noch an. Ja, bin ich gar nicht so. Ja, ich nehme das alles an. So. Errichtung eines Stützpunktes abgeschlossen. Nee, die habe ich abgegeben. Okay, auch gut. Dann würde ich sagen, am Briefibles. Begibt sich um Mitternacht auf Radius Marschroute durch die Senkungshalde. Ja, das tut sie. Das hier ist der andere Stein, glaube ich, ne? Blitzschaden 183. Ja, mit dem könnte man eher. Der hat auch Frostschaden drauf. Der wird es wahrscheinlich werden. Unser neuer. Möglicherweise. So, Rang 7. Wie viel Schaden macht er? 183, immer noch. Plus 12 taktisch. Naja, ist egal. Reisen wir. Los geht's. Ich habe vergessen zu lesen, aber es geht mehr oder minder darum. Masok. Der erste Abschnitt der Reise der Geheimgarde führt durch die trügerischen Sumpfländer der Senkungshalde. Ein gefährlicher Pfad, der aber wegen der strengen Geheimhaltung von Notwendigkeit ist. Ganz genau. Wir wollen Masok, den Ork hier ja immer noch gegen, gegen irgendjemanden austauschen, irgendeinen der Zwerge, dessen Namen ich als Elb ja natürlich schnell vergesse. Jetzt versuchen wir, den in Richtung Dol Guldur zu schmuggeln, damit wir nicht von Horden von Orks überfallen werden, um ihn zu befreien. Aus diesem Grunde, Isuriel, geht's los. Wir haben einen Teil des Weges zurückgelegt, Bolzenil, aber vor uns liegt noch ein gutes Stück. Die Senkungshalde ist gefährlich und obwohl Radia die Route sehr sorgfältig geplant hat, müssen wir trotzdem Vorsicht walten lassen. Der Rest der Geheimgarde ist vorangegangen, weil wir unsere Tarnung als Gruppe nicht aufrechterhalten können. Ihr werdet Masok in die Obhut unserer Gefährten weiter vorne im Sumpf bringen. Habt ihr das gehört? Irgendwas ist im Anmarsch. Ich überlasse euch die Koordination unseres Angriffs. Ruft eure Befehle für mich neben diesem Banner aus und wir werden jegliches Übel abwehren. Meine Talente liegen in der Wiederherstellung von Moral und Kraft, doch sie werden für unseren Gefangenen nicht von Nutzen sein. Lasst nicht zu, dass Masok verwundet wird. Okay, dann wir brauchen Moral und Rang, Kraft. Ich brauche nur moralische Unterstützung. Ja, okay. Bindet mich los, ihr Würmer! Nein, ich binde hier niemanden los. So. Kann ich einseitig Masok heilen? Nur mal so nebenbei, wenn die das nicht will, kann. So, wenn ich jetzt hier mal so mache. Ja, ich kann Masok heilen. Gut, damit ist jegliches Thema vom Tisch. So. Einmal so. Ein paar Kriecherchen. Kann ich sogar mal anfassen. Hopp. So, Masok. Dir geht's viel besser, als es sollte. Ich glaube, das waren erstmal alle. Sehr schön. Wir haben uns bei der Abwehr der Kriecher in der Senkungshalde gut geschlagen, Bolzenil. Aber es werden noch mehr kommen. Dessen bin ich mir sicher. Ihr müsst Masok vor ihren Stacheln und Ranken beschützen. Auch wenn wir nicht mit ganzem Herzen bei der Sache sind. Prüft seine Fesseln gewissenhaft und drückt weiter mit ihm durch den Sumpf vor. Kuscheron dürfte gleich dort vorne sein. Okay. Masok, Abmarsch. Ja, ich prüfe den Sitz von Masoks Fesseln und er schaut euch höhnisch an. In seinen Augen brennen gelb vor Hass. Hasst mich doch. Hoffentlich schneiden diese Zweige allzu tief in euer Fleisch. Es wäre schade, wirklich fürchterlich schade. Ja. Versucht, mit mir mitzuhalten. Ich würde euch nur ungern lebend zurücklassen. Ich komme ja. Alles gut. Passt auf, wo ihr hintretet, Bolzenil. Ein Schritt in die falsche Richtung und ihr werdet im Schlamm ertrinken. Gefällt euch diese Sumpftour? Möchtet ihr noch ein bisschen von diesem dichten Gebüsch erleben? Ist mir egal. So. Wie schade, der Elb mit dem Bogen lebt noch. Ja, und du auch. Das ist auch schade. So. Bis hier ist unser Schicksal glatt verlaufen, doch unser Schicksal kann sich in diesem elenden Sumpf jede Sekunde ändern, wenn wir unachtsam werden. Das dürft ihr nicht zulassen. Wenn ihr euch neben dieses Banner stellt und mir Befehle zuruft, dann kann
ich euch im Kampf unterstützen. Die Pfeiler, die ich mit QIMFs abfeuere, können die Angriffsgeschwindigkeit unserer Feinde herabsetzen oder ihre Bewegung behindern. Außerdem kann ich unsere Gegner mit dem Pfeilhagel überschütten, der ihre Verteidigung zusammenbrechen lässt. Verwendet dieses Banner der Maledrim und nach der Taktik, die ihr mir wünscht. So. Verteidigung. Natürlich. Alles andere ist unsinnig. Was will ich mit Bewegungsgeschwindigkeit? Will die platt machen. Mehr nicht. Na? So. Wir machen zu viel Lärm. Hoffentlich ziehen wir keine weitere. Oh, na, haben wir schon. Okay. So. Lalalalalala, du da. Ich hau ein paar Marschenechsen, du da, day. Kommt dir noch was her? Ja, da, das ist nicht schwer. Also. Hier drüben, Frischfleisch wartet auf uns. Meine Wächter sind vom Kampf geschwächt. Hä? Wer ist geschwächt? Wer zum Teufel soll hier geschwächt sein? Ich habe einen kleinen Kratzer, das ist alles. Oh, und der heilt sich von alleine. So. Ja. Plump, das war's schon. Im Namen der altvorderen Könige. Was waren denn das für welche? Ja, Zirpenkiefer und sowas. Solche Kreaturen habe ich noch nirgendwo in Ludlorien gesehen, Bolzeniel. Sie erwecken Abscheu in mir. Trotzdem haben wir sie besiegt und Kurmes hat noch viele Pfeile übrig. Direkt vor uns liegt ein Tunnel auf dem Weg, den Radia für uns gewählt hat. Ich möchte, dass wir Masok erst dann dort hindurchführen, wenn wir wissen, dass er frei von Gefahren ist. Ich bleibe hier und bewache Masok, betrete den Tunnel und säubert ihn von allen Gefahren, kehrt dann zu mir zurück. Anschließend können wir den Ork sicher durch den Tunnel bringen. Na gut, dann machen wir das. Tunnel, Höhle, da. Okay. Höhlentunnel. Lalalala. Ein kleiner Kriecher. Alles kein Problem für uns. Ja. Ihr hört Schritte im Wasser, als Radia die Höhle betritt. Bolzeniel? Hallo, wo ist Masok? Naja, der ist hinten noch. Und so. Ich hoffe doch, dass der noch hinten ist. Ihr Leute, den Wunsch Kucherons, den nur den Tunnel von der Höhle von allen Gefahren gesäubert haben, bevor Masok hindurchgeführt wird. Und Radia nickt. Das ist eine gute Idee. Die Kriecher hier sind nicht erwacht, als Sigi und ich diesen Abschnitt passierten. Doch Masok würde natürlich versuchen, sie zum ungünstigsten Moment aufzuscheuchen. Kucheron ist wahrscheinlich noch gerissener, als ich ihm zugetraut habe. Radir scheint einen Moment lang nachzudenken und dann fängt er zögernd erneut an zu sprechen. Ich bin hierher zurückgekommen, weil ich dachte, dass ich jemanden gesehen hätte, den ich kenne, Bolzeniel. Einen Freund, aber das kann nicht sein, denn dieser Freund hat diesen Weg schon seit vielen Jahren nicht mehr beschritten. Er ist nun dort, wo ich ihm niemand folgen kann. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich schwören, dass es er war, aber hier sind nur diese Kriecher. Es war eine Lichtspiegelung, eine Illusion der Dämmerung. Okay, kehrt zu Kucheron zurück. Der Tunnel ist nun sicher. Was ich auch immer ich gesehen habe, ist nun fort. Irgendwie fürchte ich, das ist nicht der Fall. Hat das Ding irritiert. Okay. So kann ich eigentlich mal einsammeln. Wir gehen also zu Kucheron zurück. Was wir mal machen könnten, wäre eigentlich uns vollfuttern. Übrigens habe ich noch gesehen, dass ich hier noch ein paar andere Futterstellen mit hatte. Die werden wir natürlich auch alle machen. So. Denn alles, was wir wegfuttern, ist nicht mehr im Inventar, logischerweise. Kucheron! Der Tunnel ist sauber? Gut, ich habe einiges Sumpfechsen abwehren müssen, aber mit Kurmelf war das kein Problem. Überprüft, ob Masoks Fesseln sitzen und bringt ihn durch den Tunnel. Ihr dürftet dabei nicht mehr auf Probleme stoßen. Naja.
Ihr prüft den Sitz von Mazok Fesseln, er starrt euch prüfend an, was euch irgendwie mehr beunruhigt als sein höhnischer Blick. Na, ich weiß nicht. Ja, lauf, Mazok, lauf, sonst gehen wir alle drauf. Dieser Ort erweckt alte Erinnerungen. In einer genau solchen Höhle habe ich Feinde wie euch erschlagen, Bolzeniel. Ja. Und in einer genau solchen Höhle könnte es sein, dass du einen Arschtritt bekommst, wenn du nicht läufst. Diese Höhle ist feucht. Das ist euch sicher unangenehm. Ja, ich bin auch manchmal... So. Weiter geht's. Lauf. Okay, sie lebt. Wie schade. Hey, Siggi! Laut Radia haben wir den Mittelpunkt von Rad Kennet, dem gewählten Weg durch die Senkungshalde, erreicht. Ihr könnt von Glück reden, dass wir dich lebend brauchen, Mazok. Hätte ich Archie hier zu entscheiden, wäret ihr schon längst mausetot. Euer Kadaver würde von in den stinkenden Tümpeln dieses Sumpfs verrotten. Mazok schweigt und Siggi fährt fort. Dieses Banner des Goldenen Heeres ermöglicht es mir, euch im Kampf eine Unterstützungsrolle zukommen zu lassen, Bolzeniel. Ich kann eure Feinde mit Langigalli oder Babi ausbluten lassen oder eure Moral und Kraft wiederherstellen. Es liegt an euch. Ausbluten reicht. Hier. So. So, siehste, ausbluten reicht. Lass sie ausbluten. Das mit der Moral und Kraft mache ich schon. Noch mehr Kriecher. Oh, wei, welch Überraschung. So, ich fasse den einen mal an und der andere wird kalt gemacht. Mit dem Wesen des Winters, natürlich. So. Noch mehr? Natürlich. So. Alles kein Problem hier. Bis jetzt zumindest. Ich habe ein bisschen Bammel vor dem Freund, der noch kommt. So kommt der vor Insekten, reißt sie in Stücke, tötet sie. Von euch gibt es sicherlich noch mehr. Labt euch an meinen Wächtern. Ja, kommt ihr, ich will Erfahrung. Schmierige Insekten, ihr seid eine einzige Enttäuschung. Bist du auch, Junge, bist du auch. Wir haben bei der Abwehr dieser Angriffe gut geschlagen, Bolzeniel. Prüft Mazok Fesseln auf ihren Sitz und führt ihn weiter durch die Senkungshalde. Als nächstes werdet ihr auf Radzenet treffen. Richtet ihm meinen Dank für die Wegplanung aus. Wir haben uns bisher gut gehalten und die Orks des Düsterwalds wissen noch immer nicht um Mazoks Anwesenheit. Ihr prüft den Sitz von Mazok Fesseln. Auch jetzt starrt der Ork euch nur prüfend an. Na dann lauf mal, Dicker. Dieser kleine Ausflug macht mir keinen Spaß mehr, Bolzeniel. Mir schon lange nicht. Du riechst komisch. Ich werde der Planung des Untergangs für euch und all dieser Elben langsam müde. Ich will einfach nur mein Ziel erreichen. Ich auch. Oh oh. Oh oh, was ist das? Euer Mut sinkt neben dem stillen Gewässerwerk der die Leiche eines Elben. Das ist nicht gut. Eure Gruppe scheint kleiner zu sein, Bolzeniel. Die Überreste von Radier, tatsächlich. Ihr ruft seinen Namen, versucht eine Reaktion des Elben zu provozieren, aber es ist schon zu spät. Radier ist tot. Es sind keine Kampfspuren oder Verletzungen auszumachen, doch dieses überraschende Ergebnis ist kein Trost. Die Geheimgarde hat ein Mitglied verloren. Na gut.
Was für eine Freude! Seht nur, wie die Elben, die mich gefangen halten wollen, einer nach dem anderen fallen. Vielleicht seid ihr das nächste Opfer, Volsiniel, das dieses Schicksal verdient. So enden alle Feinde von Mazok, dem Herrn der Höhlen. Keine Fesseln können mich auf ewig binden, und selbst wenn ich meine Hände nicht bewegen kann, sollen meine Beine mich zu den Verbündeten tragen, die dafür verantwortlich zeichnen, jenen Verbündeten, die mir nur die Freiheit schenken wollen. Ha! Entfernte verwandte Orks. Befreit Mazok und er wird sich euch erkenntlich zeigen. Mazok versucht zu fliehen. Ihr müsst ihn vor Ashador erreichen. Unheimliche Fackeln säumen den Weg, wo Ashador wartet. Okay. Ich gehe mal den Weg hier. Komm, Junge! Lauf! Ich laufe mal straight geradeaus, um der Hoffnung, dass das besser geht. Teilweise. Dass man halt nicht sieht, wo die Fackeln hier anfackeln. Ist doof. Bleib stehen, du blöde Wurmgestalt! So, hab dich! Ich laufe auch mal mit. So. Kommst du? Hier hinten ist Ashador. Ich gehe schon mal zu Ashador. So. Hey Arschi, wir warten nur kurz auf Mazok, der kommt da schon. Ihr habt Mazok überholt und so seine Flucht vereitelt. Was denn sonst? Was? Mazok ist frei? Ich mag gar nicht daran denken, was passiert wäre, hätte er mich auf dem falschen Fuß erwischt. Hat er aber nicht, denn ich war da. So, Arschi. Wir können uns hier nicht unterhalten, Botaniel. Wir haben die Flucht des Orks unterbunden und doch müssen wir den Rest der Geheimgarde sammeln und einen neuen Plan schmieden. Ohne Radir. In Ashadors Gesicht spiegeln sich unzählige Gefühle auf einmal. Doch er erlangt die Fassung wieder, doch es strengt ihn sichtbar an. Wir müssen uns wieder mit den Maledrim vereinen. Es gibt ein Dorf namens Augdahim im Grimmenlager. Der Plan war, dass die Hauptgruppe der Maledrim als Versorgungslager nutzen sollte, bevor wir weiter in den Düsterwald vorrücken. Wir müssen dorthin und unser weiteres Vorgehen besprechen. Tun wir das. Hey Arschi. Die Erinnerung an unsere verzweifelte Flucht aus der Senkungshalte ist verschleiert, Bolzeniel. Doch wir sind in Augdahim angekommen. Hier können wir unsere Wunden lecken, obwohl nicht alle unsere Wunden geheilt werden können. Weder hier noch woanders. Ich fasse es nicht, dass Radir von uns gegangen ist. Ist unser Auftrag gescheitert, bevor er überhaupt begonnen hat? Ich werde meine Klinge schärfen. Vielleicht wird sie schon bald das Blut eines Gefangenen trinken, sobald wir das Einsehen haben, dass wir diesen närrischen Auftrag verwerfen. Mach das aber erst nachdem, ne? Noch nicht verwerfen, erst wenn Befehl dazu da ist, ja? Ich werde dann auf ihn achten, Bräuen. Ich werde ihn im Auge behalten und dann bringe ich ihn um. Was? Ich werde ihn für Radir töten. Das werden wir sehen, Elbenfleisch. Ich habe den Eindruck, euch gehen die Freunde aus. Noch gar nicht. Ich habe genug. Ich bin überhaupt nicht einsam. Nein. So, Siggi ist hier. Stört sie nicht. Sie braucht Zeit, um mit Radir greinen zu können. Oh je, da hinten liegt er. Na gut. Wir gehen hoch. Ich gucke nochmal hier rein. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Aber das macht nichts. Wird schon irgendeinen Grund haben. So. Also. In den Schankraum. Den ich nicht benutzen kann. Lässt mich verarschen. Ich muss nochmal mit Bräuen sprechen, sehe ich gerade. Okay. Dann machen wir das. Hey, Bräuen. Die Reise hat uns schon sehr viel gekostet, Bolzeniel. Und mit jedem Verlust fällt es mir schwerer, diesen Verbrecher am Leben zu lassen.
Ich kann seinen Anblick nicht ertragen. Es würde sehr lange dauern, ihm den Schmerz heimzuzahlen, den er uns schon zugefügt hat, und ich fürchte, er wird uns noch mehr davon zufügen. Verlassen wir erst einmal diesen Keller. Ashadow wird ihn bewachen und Siggi und die anderen werden Ashadow bewachen. Das ist gut. Ich brauche frische Luft, Bolzaniel. Gehen wir auf die Veranda des Gasthauses. Beim Anblick unseres Gefangenen wird mir schlecht. Na dann, gehen wir mal. Kann ich jetzt auf die Karte gucken? Nein, kann ich immer noch nicht. Gut. So, wir haben hier auf jeden Fall viel zu tun, wie es aussieht. Hört meine Worte. Bin ich eigentlich aus der... sammelt Münzen, ja, ja. Bin ich eigentlich aus der Instanz jetzt raus, oder ist das noch die Instanz? Ich euch einen Moment eurer sehr merkwürdig. Hört meine Worte. So. Ja, nehme ich alles an. Minute eurer Zeit für mich opfern? Natürlich, dürfte komm her. Ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Hier unten habe ich auch tatsächlich einen Reliktmeister und einen Schmiedemeister stehen. Das ist richtig toll, wenn ich es weiß. Unten im Briefkasten. Das ist noch toller, dann lesen wir gleich mal, was ich hier habe. Oh, gleich drei. Von Elrond nach Dulond. Die Dunedain stoßen in Dunland vor, um an Isengards Grenze, vor einem an Isengard grenzendes Land. Alle werden aufgefordert, bei dem Fortschritt dieses gefährlichen Landes Hilfe zu leisten. Es muss eine Route zum Süden der Enetweisen geschaffen werden und ein erfahrener Reisender wie ihr seid wäre dabei ein Segen. Denn mit Sicherheit können wir im Dunland neue Freunde gefunden werden. Ihr solltet dorthin reisen und euch bei den Dunländern so viel Vertrauen wie möglich verdienen. Elrond. Karte von Dunland nehme ich mir. Das nützt mir nur nichts, weil wir jetzt hier gerade beschäftigt sind. So. Eine dringende Botschaft von Petelel. Ihr kennt mich nicht, doch ich bin ein Freund. Ich habe euch diese Nachricht im Auftrag von der Herrin, vom Herrn Elrond im Ladris übersandt. Er bittet euch unverzüglich zum letzten heimlichen Haus auszubrechen. Bitte sputet euch. Ich werde euch an den Stufen außerhalb des Hauses im Tal von Imladris treffen. Ich bereue, dass ich nicht mehr mitteilen kann, aber die Straßen werden durchgehend beobachtet und Herr Elrond ist darauf bedacht, seine Geheimnisse zu bewahren. Bitte, ich bitte euch eindringlich, euch zu beeilen. Von Imladris. Nee, will ich nicht löschen, kann ich aber nichts rausnehmen. Okay. Das Interessante daran ist, dass der uns ja nach Dunland befohlen hat und jetzt hierhin. Und das ist, ja, ne? So, von Gerstemann Butterblume. Helden gesucht. Die Dinge hier sind in letzter Zeit nicht einfach. Doch da ihr eine tapfere Person seid, schreibe ich euch im Namen eines Gastes im Pony. Sein Name ist Hendrik Hang, ein Hobbit aus Bre. Seine Familie lebt in Hafergut, einem Dorf im Auenland. Hendrik hat mir unter unerfreulichen Umständen erzählt, dass es ein recht hübscher Ort sei. Nun hat er mir ein Schreiben von seinem Vetter Fendrik erhalten, der von seltsamen Geschehnissen in Hafergut berichtet, weshalb er um das Entsenden einiger Helden gebeten hat, um nach dem Rechten zu sehen. Ich habe Fendriks Schreiben beigefügt, der er die Sachlage viel besser erklärt, als ich es könnte. Hoffentlich reist ihr nach Hafergut, um nach dem Rechten zu sehen. Hochachtungsvoll und mit den besten Wünschen, eure weitere Unversehrtheit, Gerstemann Butterblume. Nehmen wir natürlich auch raus. Gucken uns auch das Briefchen an. Hendrik. In der letzten Zeit gehen in Hafergut seltsame Dinge vor sich. Zuerst war dieses geheimnisvolle Relikt, das in Bungo Brugers Pfeifenkrautfeldern auftauchte. Es hat die Ernte komplett ruiniert und es war nichts mehr übrig. Alle hatten plötzlich Angst um ihre Felder. Aber jetzt ist die Situation noch schlimmer geworden. Überall verschwinden Hobbits und das sind nicht mal Tucks, über die ich hier spreche. Nein, es geht um die guten, ehrwürdigen Bolgers und Boffins. So standhaftige und verlässliche Hobbits, wie man sie nicht alle Tage trifft. Sie haben nicht mal nennenswerte Laster, mal abgesehen von Liebe und Trank für Speis, die Liebe für Trank und Speis abgesehen. Aber meiner Meinung nach zählt das ja nicht mal als Laster. Ich bin mir nicht sicher, warum gerade jetzt so viele Hobbits verschwinden. Doch, ich habe da meine Theorien. Ich habe in letzter Zeit nicht mehr viele dieser grimmigen, dreinblickenden Waldläufer herumlungern sehen. Ist es in Bre genauso? Wie bei dem auch sei. Falls ihr einen tapfen Abenteurer kennt, schickt ihn doch bitte gleich zu mir. Und ich mache mir Sorgen um meine Freunde hier in Hafergut. Wir befinden uns zwar noch innerhalb der Grenzen des Auenlands, doch der Rest von Evendim ist sehr gefährlich und das ist direkt nördlich von hier. Selbst Hafergut ist in der letzten Zeit beängstigend. Ich wünsche euch alles Gute, mein getreuer Vetter Fendrik.
Diese Aufgabenreihe beginnt mit Aufgaben für kleinere Personengruppen mit 3 Personen, führt zu Gefährtengruppen mit 6 Personen und endet mit einem Schlachtzug für 12 Personen. Es wird empfohlen, zuerst Band 3, Buch 1 abzuschließen, doch dies ist keine Voraussetzung. Ich nehme das Ding mal an. Allerdings würde das dann eine Aufgabe werden, die wir wohl machen, wenn wir nicht da sind. In ihrer Abwesenheit. Aha. Okay. Haben wir das? Die Epos-Quest hier, die aktivieren wir. Düsterwald können wir lassen. Lothlorien, wir können auch nach Dunland jetzt offenbar. Haben aber hier noch genug zu tun. Okay. Lothlorien ist auch noch ein bisschen was. Wir kommen gerade gar nicht hinterher von den Quests. Das ist aber normal. Für Herr der Ringe, glaube ich. Hier, wenn wir hier nach Dunland reisen, ne? Hier, Karte von Dunland, eine Karte von Dunland. Startet die Aufgabe nach Dunland. Nein, startet nur eine Aufgabe. Okay. Brauche ich nicht vorlesen. Lassen wir so. Okay. Aufgabe nach Dunland ist gestartet. Auch das ist toll. Da können wir gegebenenfalls irgendwann anders hin. Ich lasse die einfach mal mit aktiviert. Für den Fall, dass wir sie gebrauchen könnten. Hier hinten haben wir noch 2 Quests. Die nehme ich noch mit. Bleibt noch einen Moment. Nehme ich natürlich an. Hier haben wir noch was zum Annehmen. Genau wie hier. Hört meine Worte. Was? Ich habe nicht mehr genug Aufgabenfelder. Alles klar. Ich kaufe dafür natürlich nichts. Ich nehme die, lehne die erstmal ab, sondern werde in die Questliste gucken und da ein bisschen ausräumen. Das Schattenbachtal, gen Westen graben, besiegt Orks am fallenden Eis. Kann weg. Guck mal, Level 60. Naja, gut, Level 59. Lassen wir raus. Weg nach Erebor, der Weg zum einsamen Berg, komm, die tue ich jetzt auch mal weg, ist halt so, Düsterwald ist noch einiges, das brauchen wir ja logischerweise, Handwerkskunst, Handwerk gegen Staub, eigentlich kann die auch raus, aber die skaliert ja mit, das ist ja Wurst, in ihrer Abwesenheit lassen wir drin, haben wir gerade bekommen, Lothlorien, Bankettvorbereitung und das ganze Theater lassen wir auch erstmal noch, aber hier, diese ganzen Moria-Quests, da wir jetzt nicht mehr in Moria sind, sehe ich eigentlich nicht ein, die jetzt hier noch gerade großartig lang mit mir rumzuschleppen. So. Die Nordhöhen. Da haben wir Orkjäger. Ja, gut, mal Level 28. Na toll. Level 58 Nutmelek. Das war auch so eine Sache. Tun wir auch raus. Diese Spalte brauchen wir ebenso wenig wie die Rothornadern. Aha. Einfach mal alles weg. Spezialquest, anstehende Aufträge. Bewältigt Aufträge in ganz Mittelerde. Achso, das ist das, ja genau, alles klar. Die können wir drin lassen, ist egal. Verliese von Lothlorien. Das sind alles, ja, sind alles, wie man sieht, Gruppenquests. Die schmeiße ich einfach eiskalt alle mal raus. So. 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 Und jetzt haben wir doch schon ordentlich ausgedückt. Temmelek können wir auch noch mit raushauen. Komm, arschgeleckt. So. Jetzt können wir wieder Quests annehmen. Dann machen wir das auch. So. Die nehmen wir noch an. Okay, das war's. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir bleiben hier im Gasthaus, übernachten hier ein bisschen und sehen uns in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Warum kann ich nicht ranzoomen? Kann gerade nicht ranzoomen. Naja, bis zum nächsten Mal, bis denne. Und tschüss.